Mit deiner ganzen Seele achte den Herrn, bewundere seine Priester. Mit ganzer Kraft liebe den, der dich geschaffen hat, und seine Diener lass nicht im Stich. Fürchte den Herrn und ehre den Priester. Sirach Kapitel 7, 29 bis 31. Hallo und willkommen bei Katplosiv. Sirach im Alten Testament fordert uns auf, die Priester zu ehren, zu respektieren, ihnen zu gehorchen. So wie auch Irenäus von Lyon, Kirchenvater im 2. Jahrhundert, Bischof von Lyon. Er schreibt nämlich Folgendes. Deswegen muss man auch den Priestern der Kirche gehorchen, die, wie wir gezeigt haben, Nachfolger der Apostel sind. Sie haben mit der Nachfolge des Episkopats das sichere Charisma der Wahrheit nach dem Wohlgefallen des Vaters empfangen. Die anderen aber, die der apostolischen Nachfolge fernstehen und irgendwo zusammenkommen, muss man als Heretiker oder Irrlehrer betrachten, die sich von der Kirche aus Stolz oder Eitelkeit trennen oder als Heuchler, die sich um Geld oder eitlen Ruhmes willen mühen. Wir sehen also, das Priestertum der katholischen Kirche, es kommt von den Aposteln selbst, die durch die Weihe das Charisma der Wahrheit innehaben. Deswegen sollen wir ihnen gehorchen. Werfen wir mal einen Blick ins Alte Testament, 5. Mose, Kapitel 17, Abvers 11. An den Wortlaut der Weisung, die sie dich lehren, und an das Urteil, das sie fällen, sollst du dich halten. Von dem Spruch, den sie dir verkünden, sollst du weder rechts noch links abweichen. Wer aber so vermessen ist, auf dem Priester, der dort steht, um vor dem Herrn, deinem Gott, Dienst zu tun, oder auf den Richter nicht zu hören, dieser Mann soll sterben, du sollst das Böse aus Israel wegschaffen. Das ganze Volk soll davon hören, damit sie sich fürchten und nicht noch einmal so vermessen sind. Wir sehen also hier im Alten Testament, dass die Lehrautorität und auch der Richtspruch den Priestern oblag. Dieselbe Lehrautorität haben auch die Apostel. Blicken wir in den Römerbrief. Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert das Evangelium Gottes zu verkünden. Weiter ab Vers 5. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um unter allen Heiden Glaubensgehorsam aufzurichten, um seines Namens willen. Unter ihnen lebt auch ihr, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Der Apostel Paulus berichtet hier von seiner göttlichen Berufung zum Apostelamt und seinem Auftrag, den Glaubensgehorsam unter den Heidenchristen aufzurichten, zu denen die Empfänger des Briefes gehören. Also im Allgemeinen können wir dort von der Kirche sprechen. Auch die Apostel setzten Episkopaten, also Bischöfe, in manchen Übersetzungen steht auch Vorsteher oder Älteste, per Handauflegung ein. Auch damit geht ein Lehrauftrag einher. 1. Timotheus Kapitel 4 ab Vers 14. Vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist und die dir verliehen wurde, als dir die Ältesten aufgrund prophetischer Worte gemeinsam die Hände auflegten. Dafür sollst du sorgen, darin sollst du leben, damit allen deine Fortschritte offenbar werden. Achte auf dich selbst und auf die Lehre, halte daran fest. Wenn du das tust, rettest du dich und alle, die auf dich hören. Paulus Schüler Timotheus wurden also die Hände aufgelegt und er empfing bestimmte Gnadengaben und eine Lehrgewalt, wie Paulus sie auch an die Römer beschrieb. Sehen wir mal ins frühe Christentum, wie dies dort praktiziert wurde. Kirchenvater Hippolytus von Rom lebte von 170 bis 235 nach Christus. In seinem zweiten Kanon über die Bischöfe schreibt er Folgendes. Der Bischof soll vom ganzen Volke gewählt werden. Er soll ohne irgendeine heftige Leidenschaft sein, wie über ihn geschrieben ist. In der Woche aber, wo er geweiht wird, soll das Volk sagen, wir wählen ihn. Herrscht alsdann mit dem Eingeständnis in der ganzen Herde Stillschweigen, so sollen alle für ihn beten, indem sie sagen, O Gott, stärke ihn, den du uns bereitet hast. Alsdann soll einer aus den Bischöfen und Priestern gewählt werden, welcher ihm die Hand auf das Haupt legt und betet, indem er sagt,
Danach folgt das Weihegebet und verschiedene Riten, die für unsere Abhandlung gerade keine Relevanz haben, aber sehr interessant sind. Wie man erkennt, wird der Bischof zwar gewählt, aber die Handauflegung, die Ordination macht ihn aber erst zum Bischof, so wie es auch heute in der katholischen Kirche praktiziert wird. Und die Bischöfe der katholischen Kirche sind in apostolischer Sukzession. Sie sind also auf die Handauflegung und Weihe der ersten Bischöfe, nämlich der Apostel selbst, zurückzuführen. Und auch das Priestertum beschreibt Hippolytos von Rom und dessen Weihe. Vierter Kanon, über die Ordination eines Presbyters wird aber ein Priester ordiniert, so hat dabei alles in gleicher Weise wie bei einem Bischof zu geschehen, nur dass er sich nicht auf den Thron setzt. Auch soll dasselbe Gebet wie bei einem Bischof gesprochen werden, mit Ausnahme des Namens Bischof. Der Bischof soll in allen Dingen dem Presbyter gleich sein, mit Ausnahme des Sitzes und der Ordination, weil ihm die Gewalt zu ordinieren nicht verliehen wird. Auch der Priester wurde also im Urchristentum durch Handauflegung des Bischofs geweiht. Alles verlief genauso wie bei der Bischofsweihe, außer dass der Priester nicht selber ordinieren kann und nicht den Sitz des Bischofs innehat. Wie schon die Juden zur Zeit Mose den Priestern zu gehorchen hatten, haben auch wir den Priestern zu gehorchen. Denn sie verwalten die Wahrheit der Kirche, welche von den Aposteln selbst stammt. Wir sehen also, dass die apostolische Nachfolge, woraus das apostolische Priestertum hervorgeht, ein Garant für die Wahrheit in der katholischen Kirche ist. Und die außerhalb dieser apostolischen Nachfolge und irgendwo zusammenkommen, also nicht dort, wo auch die Priester zusammenkommen, muss man als Heretiker bezeichnen. Denn sie sind nicht im Besitz der vollen Wahrheit, welche in der katholischen Kirche gegenwärtig ist. So sagt auch schon der heilige Paulus Folgendes. 1. Timotheus 3,15. Falls ich aber länger ausbleibe, sollst du wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, welches die Kirche des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundament der Wahrheit. Ganz interessant, Irenäus spricht ja auch von der Kirche, also er spricht ja wirklich von einer einzigen Kirche, welche ja auch gewissermaßen in der Wahrheit zusammengehalten wird durch die apostolische Nachfolge der Priester. Weiter schreibt er Folgendes. Sie alle sind von der Wahrheit abgefallen und jene Heretiker, die fremdes Feuer, das heißt fremde Lehren, zum Altare Gottes bringen, werden vom himmlischen Feuer verzehrt wie Nadab und Abiud. 3. Mose Kapitel 10, Verse 1-3. Die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne. Sie legten Feuer auf, taten Räucherwerk darauf und brachten vor dem Herrn ein unrechtmäßiges Feuer dar, eines, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging vom Herrn ein Feuer aus, das sie verzehrte, und sie starben vor dem Herrn. Da sagte Mose zu Aaron, das ist es, was der Herr meinte, als er sprach, an denen, die mir nahe sind, erweise ich mich heilig, und vor dem ganzen Volk zeigte ich mich herrlich. Aaron schwieg. Interessanterweise spricht Irenäus von Lyon hier vom Altar Gottes. Ein Altar wird benötigt, um Gott ein Opfer darzubringen. Wir sprechen hier von der heiligen Eucharistie, welches die Protestanten sozusagen schlichtweg und durchweg ablehnen, was aber apostolische Lehre ist. So, er nimmt hier ein Beispiel aus dem Alten Testament und er bezeichnet hier eine falsche Lehre, die zum Altar gebracht wird. Und wir haben ja gerade gesehen, wie das geendet ist. Weiter beschreibt Irenäus von Lyon, die sich aber gegen die Wahrheit erheben und andere gegen die Kirche Gottes aufhetzen, die werden von dem Abgrund der Erde verschlungen und in der Hölle bleiben, wie die mit Kore, Datan und Abiron. 4. Mose Kapitel 16, eine kleine Zusammenfassung, das ganze Kapitel gerne nach dem Video einmal durchlesen. Sie erhoben sich in Moses Gegenwart zusammen mit 250 Israeliten, Anführern der Gemeinde, Berufenen der Festversammlung, angesehene Männer. Sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron. Dann sagte Mose zu Korach, du und deine ganze Gemeinde erscheint morgen vor dem Herrn, du, sie und Aaron.
Korach aber versammelte gegen sie die ganze Gemeinde am Eingang des Offenbarungszeltes. Da erschien der ganzen Gemeinde die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr sprach zu Mose und Aaron: Sondert euch aus der Mitte dieser Gemeinde ab, ich will ihr augenblicklich ein Ende bereiten. Dann sagte er zur Gemeinde: Weicht unbedingt aus der Nähe der Zelte dieser frevelerischen Männer und rührt nichts von dem an, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet wegen aller ihrer Sünden. Es geschah, als er alle diese Worte zu Ende geredet hatte, da spaltete sich der Erdboden unter ihnen, und die Erde öffnete ihren Rachen und verschlang sie samt ihren Familien und allen Menschen, die zu Korach gehörten, und den ganzen Besitz. Sie und alle, die mit ihnen waren, fuhren lebend in die Unterwelt hinab. Die Erde deckte sie zu, und sie waren aus der Mitte der Gemeinde verschwunden. Wir sehen hier also, dass einerseits welche, die fremde und falsche Lehren zum Altar bringen, also einfach falsche Lehren verbreiten, lebendig verbrannt wurden. Wir sehen hier einmal das Beispiel, welches Irenäus aus der Tora nimmt, dass eine Gruppe sich gegen Mose auflehnte und ihr Schicksal damit besiegelt wurde, dass sie in die geöffnete Erde, in den Abgrund hinabgezogen wurden. Und diese Beispiele bezieht Irenäus auf Heretiker, die sich gegen die katholische Wahrheit, gegen die apostolische Nachfolge der Priester stellen. Er beschreibt ja also quasi prophetisch, könnte man schon fast sagen, den Protestantismus und die sogenannte Reformation, die natürlich eine Deformation ist, da man ja sieht, dass die Reformation und generell die ganzen protestantischen Lehren keinerlei Grundlage im Urchristentum haben. Weiter schreibt Irenäus Folgendes: Die aber die Einheit der Kirche spalten und trennen, werden von Gott dieselbe Strafe empfangen wie Jerobeam. 1. Könige, Kapitel 14, Verse 10 und 11. Darum bringe ich Unheil über das Haus Jerobeam und rotte von ihm alles in Israel aus, was männlich ist, ob unmündig oder mündig. Ich entferne das Haus Jerobeam, wie man Kot entfernt, bis nichts mehr vorhanden ist. Wer vom Haus Jerobeam in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Und wer auf dem freien Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Ja, der Herr hat gesprochen. Wir sehen also, diejenigen, die spalten und falsche Lehren bringen, welche, die sich gegen das apostolische Priestertum, gegen die Kirche Gottes, gegen die Kirche, der Herr Jesus Christus auf dem Fels gründete, auflehnen, denen verheißt Irenäus von Lyon ein sehr unschönes Schicksal. Ich wünsche euch Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.